Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal zu This War of Mine. Einem Spiel, in dem man nicht die aktiven Soldaten in einem Krieg spielt, sondern ein paar Überlebende, um genau zu sein, 3 Stück. Und das Ziel ist es, einfach irgendwie diesen Krieg zu überleben. Man wird mit moralischen Entscheidungen gequält, man muss vielleicht Sachen machen, auf die man nicht unbedingt Bock hat. Und man lebt in einer absoluten Bruchbude. Ich guck mal noch, was kann man nicht noch so alles einstellen. Habe ich eigentlich eben schon alles so weit gemacht. Diesmal dürfte die Soundqualität auch wesentlich besser sein im Vergleich zu den Videos von anderen Projekten teilweise, weil ich endlich herausgefunden habe, wieso der Spielsound und das Dröhnen so mega laut ist. Ich habe da ein bisschen am Systemsound meines Rechners rumgespielt und ich glaube, jetzt ist es ganz okay und ich drücke einfach mal auf Überlebe. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Was für eine Truppe ziehe ich? Tag 1. Ach, da unten sind wir schon den ersten. Oha, wir sind auf jeden Fall in der absoluten Bruchbude gelandet. Ich weiß ja mittlerweile, dass es mehr Häuser gibt. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt... endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung in der Stadt, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja, traf sowohl Pavla als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavla ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Ja, Katja kann gut feilschen. Bruno ist ein guter Koch und Pavla ein schneller Läufer, der leicht krank ist. Das fängt ja gut an. So, was haben wir denn hier? Katja, du kümmerst dich mal darum, diesen Drecksberg da wegzumachen. Sie ist abgeschlossen. Wollte mich verarschen. Okay, dann kümmer du dich halt um diesen Drecksberg. So, Bruno, du kannst erstmal das hier aufbrechen. Das dürftest du ja hinkriegen, oder? Ja, sehr gut. So, du bist leicht krank. Guck dir doch mal an, ob wir in diesem Haufen da vielleicht ein paar Materialien finden. So, Katja, du bist da unten gut am Rumwerkeln. So, mal gucken, was finden wir da. Was haben wir denn hier? Ein paar Kräuter, sehr gut. Bestandteile Zucker, sauberes Wasser. Ja, das ist natürlich sehr gut. Und Holz. Das nehmen wir mal alles mit. Kannst du dir das angucken? So, du hast das frei gemacht. Okay. Guck dir mal diese Schublade da unten an. So, was haben wir hier? Noch mehr Kräuter. Okay, genauso wie eben. Füllen wir auf. So, Pavle. Du kannst mal diesen Schutthaufen da oben wegräumen. Oh, was ein bisschen was zu essen. Und ein Dietrich. Nice. Was ist das denn? Elektrische Teile. So, Bruno, einmal bitte den Schrank ausnehmen. Dankeschön. Wie viele Kräuter es hier gibt. Richtig viele Kräuter. So, Bruno, was machen wir mit dir mal? Da ist noch was. Ja, Katja ist noch gut beschäftigt. Er ist hier oben noch gut mit beschäftigt. Wir brauchen mehrere Dietriche. So, nochmal was zu essen. Oh, das sieht doch gut aus. So, Bruno, dann würde ich mal sagen, brech du mal die Tür auf. Das dürfte so von der Seite aus eigentlich gut hinkriegen. So, So, alles klar. Bruno, Schublade durchwühlen.
Noch ein Dietrich, nice. Alles klar. Und Bruno aufwühlen bitte. Jetzt haben sie alle erstmal was zu tun. So, Katja ist fertig, sehr gut. Dann gehst du mal bitte hoch an die Werkbank. Gern auch ein bisschen schneller. Ich hätte nämlich für die erste Nacht auf jeden Fall schon mal ein Bett, damit einer immerhin pennen kann. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon genug Materialien haben. Für ein Bett, doch, haben wir tatsächlich. Okay, dann bauen wir mal ein Bett. Na, wo stellen wir das Bett denn mal hin? Das Bett. Viele errichten ja hier in diesem großen Raum den Schlafraum. Ich glaube, das mache ich auch. So, platzieren. Wie? Ja, ziehen. Wie zieh ich das denn? Achso, okay. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen nach da. Ja, direkt vor der Tür vielleicht auch nicht unbedingt. Na komm. Katja, bau mal ein Bett. So, Bruno ist noch gut am Wühlen. Ja, da oben braucht noch ein bisschen. Zwei Dietriche. Was machen wir damit auf? Wir könnten die Tür und den Schrank aufmachen. Dann wären wir hier oben schon mal durch. So. Du guckst erstmal nach, was sich in diesem Schrank befindet. Wir müssen erstmal das Haus hier leer looten. So, okay. Was machen wir? Ja, da brauchen wir auch einen Dietrich für. Geh mal bitte rad runter. Können wir uns vielleicht schon... Moment, eine Brechstange baut man... Ach, verdammt, dafür brauchen wir erst noch das andere. Können wir uns vielleicht schon eine Metallwerkstätte bauen? Das können wir uns tatsächlich. Da baut man so Waffen, sag ich mal, in Anführungsstrichen. So, das Ding bauen wir mal hier direkt daneben. So, ach, du bist schon fertig. Das ist natürlich sehr gut. Dann kannst du eigentlich mal diesen Scheiß da wegräumen. Du hast damit ja schon Erfahrung. Dann kannst du beim nächsten Dreckshaufen gleich weitermachen. So, Bruno. Ich könnte das hier natürlich knacken. Mit dem Dietrich. Ach komm, mach's auf. Benutz einen Dietrich und mach den Schrank auf. Oh, eine Bandage. Sehr gut. Und nochmal. Oh, ein paar Bücher. So, Bruno. Bruno. Was machen wir mit dir? Knackst mal die... Ne, warte mal. Ja doch, knack mal... Ne, warte mal. Bruno, du knackst nicht die Tür. So, du bist ja leicht krank, ne? Du haust dich erstmal hin. So, Bruno. Was können wir denn hier machen? Eine Brechstange. Oh, easy going. Erstmal eine Brechstange machen. Scheiß auf, Dietrich brauchen wir nicht. Können wir vertauschen. Dietrich. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Gas geben. Ich glaube, das Haus kriege ich nicht ganz gelootet. Ich glaube, um 8 Uhr ist die Nacht. Dann können wir plündern gehen. Ist ja nicht irgendeiner hungrig? Ich glaube noch nicht. So, Bruno. Du machst mal das Gedöns da oben auf. Gib mal ein bisschen Gas. Ach scheiße, du musst da gleich eh noch wühlen. Ja egal, so, du dort bist auch fertig. Aber erstmal braucht Bruno die Brechstange. Na komm, mach auf. Bruno, du bist ein Bär, mach das Ding auf. Sehr gut. So. Ja, das mit dem Wühlen schaffst du eh nicht mehr. Aber du könntest vielleicht noch schaffen, das hier aufzubrechen. Komm, beeil dich. Oh. Na. Oh, verdammt. Ich glaube, das reicht nicht mehr ganz. Und, das darf nicht wahr sein. Okay, es hat nicht gereicht. Leck mich doch am Arsch. So, Pavle wird, glaube ich, erstmal weiter im Bett schlafen, da er leicht krank ist. Bruno wird mit Sicherheit nicht plündern. Der übernimmt die Wache. Und Katja geht plündern. So, wo gehen wir hin? Hier sieht man, hier ist unser Unterschlupf. Und wir können am Anfang in drei Gebäude gehen. Wir können einmal in das ruhige Haus gehen.
Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente. Ah, das sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. In die zerstörte Villa. Oder, und da geht man eigentlich am Anfang immerhin ins verlassene Haus. Im verlassenen Haus ist, glaube ich, nie irgendetwas. Glaube ich jedenfalls. Also keine anderen Plünderer. Keine bösen Soldaten oder Rebellen, die einen abmurksen wollen. Also das verlassene Haus ist, glaube ich, am Anfang echt das Beste. Und... du stehst Wache. Plündern. Ja, okay. Okay, vorbereiten. Was nehmen wir mit? Ich bin überlegen, braucht man die Brechstange da am Anfang? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme sie mal mit. Wir gehen ins verlassene Haus. So, die Plünderer müssen es eilig gehabt haben. Hier sind immer noch eine Menge Sachen. Ja, Katja, wie zum Beispiel das hier. So, was haben wir denn hier? Oh, Pistolenpatron. Nimm das mal alles mit. So, es ist Nacht. Sniper? Da oben ist irgendwo ein Sniper auf dem Haus, oder wie? Und da sind Bewegungen. So, den ganzen Kram. Ich bin schon fast voll. Was sind das da für Bewegungen? Das ist auf jeden Fall ein Kühlschrank. Und ich sehe da keine Person. Die Tür ist zugenagelt. Dann bricht die auf. Die Tür ist von innen. Willst du mich jetzt verarschen? Okay. Gehen wir nochmal da runter. Oh, ja, das kann man schön stacken. Sehr gut. Okay, wir nehmen mal alles an Holz mit, was wir mitnehmen können. Wir müssen dann gegebenenfalls gleich mal ein bisschen aussortieren. Kann es sein, dass ich den Ingame-Sound ein bisschen zu leise gemacht habe? Was läuft denn da oben rum? Oh, das können wir auch bestimmt noch stacken. Hier, die Schrauben können wir auch stacken, oder? Können wir das noch stacken? Da gucken wir uns mal den Schrank da an. Wir müssen auf jeden Fall noch den Kühlschrank mitnehmen. Oh, Hallöchen. Ich würde mal sagen, Holz lassen wir ein bisschen hier. Das können wir noch mitnehmen. Was ist das denn hier? Waffenteile? Oh, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ich kann schwer nicht mehr mitnehmen. Ja, Holz ist erstmal nicht so mega wichtig, würde ich jetzt mal so sagen. Was ist das hier? Drehtabakzigarette. Bruno ist, glaube ich, ein Raucher, oder? Ja, der wird hier sofort... Was haben wir hier? Düngermittel, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. So. Die Drehtabakzigarette lasse ich mal hier. Vielleicht kann ich Bruno ja abgewöhnen, dass er so viel rauchen soll. Aber ich würde sie eigentlich super gern mitnehmen und vertauschen. Das Problem ist Bruno. Der zieht die sich einfach rein. Der zieht die sich einfach weg. Da kennt er ja gar nichts. So. Und bevor er sich die einfach reinpfeift und wir die nicht vertauschen können. Also Bruno, es ist Krieg, da muss es mal ein bisschen kürzer treten, die Zigaretten. Das tut mir sehr leid. Das da oben? Was ist denn das da oben? Ah, da war es gerade. Eine Ratte oder so. Oder eine Maus, irgend sowas. Ach, knuffig. So, was haben wir denn hier? Können wir noch was stecken? Ah, davon können wir noch was stecken. Das können wir auch noch stecken, sehr gut. So, Katja, jetzt zeig mal, wie stark du bist. Mach mal die Tür auf. Dann kommen wir hier nächste Nacht, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. So. Dann kommen wir hier schon mal besser rein. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Wie ein Bär? Also wie Bruno, oder wie? Halleluja! Okay, Kräuter kann ich erstmal hier lassen. Oh, das Gemüse will ich natürlich sehr gerne mitnehmen.
tun wir mal zwei Holz im Kühlschrank. Passt schon. Oh, das würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Düngemittel. Ich glaube, das eine Düngemittel tue ich mir rein und nehme dafür das mit. Ich wollte noch irgendwas stecken. Zucker. Ja. Ja, ich glaube, wir werden hier nochmal wiederkommen. Wir werden ja eindeutig nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall. Da kann ich noch stecken. Sehr gut. Was haben wir hier? Schießpulver. Das ist natürlich auch wertvoll. Aber was soll ich hier lassen? Ich meine, ein bisschen Holz und ein bisschen Bestandteile muss ich mitnehmen, sonst kann ich gar nichts bauen nachher. Ja, gut zu wissen. Was ist das denn da oben? Was haben wir da denn Schönes? Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Hinter dem Haus? Kommt man hier nach hinten und kann die Waffe mitnehmen? So, kann ich ja erstmal ein bisschen wühlen. Es tut mir jetzt leid, aber ich möchte gerne wissen, was in diesem Schrank da drin ist. Das müsst du eigentlich noch rechtzeitig schaffen. Wir müssen glaube ich, irgendwie um 6 Uhr morgens zurück sein. Ja, ich weiß. Es dauert so lange ohne eine Schaufel. Ich meine, man kann nicht alles haben. Geht doch recht schnell. Das Gute ist, die Brechstange, die kann man auch gleichzeitig als Waffe benutzen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Na komm, Katja, Hälfte haben wir schon. Hälfte haben wir schon. Oh, wie niedlich. Duti, 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 duti. Duti, duti, duti. Köster schon mal ein bisschen weiter. Gibt es hier irgendwie einen Weg, wie man hinter das Haus kommen kann? Das frage ich mich jetzt natürlich. Ich meine, hinter dem Haus ist eine Waffe vergraben. Also übers Dach geht es schon mal nicht, würde ich mal so sagen. Wir müssen auch gleich mal zusehen, dass wir einen primitiven Herd bauen können. Ich hoffe, ich habe genug Materialien und so mitgenommen, dass wir das auch bauen können. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier ein bisschen zu sehr spekuliere, dass ich hier irgendwie so Sachen wie Schießbogen und so weiter mitnehme, weil das brauchen wir noch nicht. So, mal gucken, was haben wir denn? Hallöchen, Schmuck. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Zigarette. Qualitativ. Boah, Alter. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt irgendwie was hier... Teile. Waffenteile. Pistolenpatronen. Die tue ich mal hier rein und nehme dafür mal den Schmuck mit. Den kann man super vertauschen. Hier ist noch Munition. Die Medikamente würde ich natürlich auch gerne mit dem... Ah, verdammt, ey. Ich glaube, ich tue mal die Waffenteile rein und nehme dafür die Medikamente noch mit. Wir werden eh noch mal wiederkommen. Allerdings sollte am nächsten Tag ein Händler kommen, hätte ich natürlich gerne ein paar wertvolle Sachen zum Vertauschen. Da können wir noch irgendwas decken. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Ist da hinten einer? Das ist bestimmt nur wie eine Ratte. Katja macht die Tür auf. Boah, was für laute Geräusche das macht. Boah, wehe, das ist jetzt einer. Das ist nur eine Ratte, oder? Das ist nur eine Ratte. Ja, definitiv. So, 3 Uhr. Gleich müssen wir zurück. Oh, noch mehr Waffenteile. Verdammt, das kann ich auch nicht mehr stacken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall. Mal gucken, was unterm Bett noch so versteckt ist. Was ist das denn? Kräutermedizin? Und nochmal Medikamente. Wow. Sehr gut.
Ich glaube, dann haben wir auch alles. Das können wir noch stacken. Sehr gut, hier können wir nichts mehr von stacken. Ich glaube, das war's, oder? Na komm, renn zum Ausgang. Wir beenden unsere Plündertour. Wir waren recht erfolgreich, will ich mal meinen. Wie speichert man hier eigentlich? Ich glaube, der speichert an jedem neuen Tag. Hoffe ich jetzt einfach mal. Sehr gute Beute. Ja, das stimmt. So hoffentlich war die Nacht ruhig. Bruno hatte ja keine Waffe mit. Die Nacht war ruhig. Wir können ja auch nachts überfallen werden. Das ist immer hammermega ätzend. Deswegen brauchen wir eigentlich auch immer Waffen, die zu Hause bleiben. So, hungrig und müde. Ja, so, Bruno, du guckst mal bitte. Können wir uns einen primitiven Herd bauen? Das können wir tatsächlich. Das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. So, Küche. Wo ist denn hier die Küche? Da oben ist die Küche. Würde ich mal sagen. Stellen wir das Ding mal da oben hin. Bruno, schlafen kannst du später. Hungrig und müde. Ja, Pavle ist... Oh, es wird gesund. War geil. So, Pavle. Dann machen wir das Ding da auf. So, Katja, du legst dich pennen. So, komm mal lieber, gib Gas, mach das Ding auf. Ich will wissen, was da drin ist. Da ist bestimmt richtig geiler Stuff drin. Oh, nochmal Medikamente. Das nehmen wir doch alles. So, dann würde ich mal sagen, da du da schon mal die Brechstange hast, Katja pennt, sehr gut. So, Bruno, kannst du was kochen? No, du brauchst Brennstoff. Dann mach doch mal einmal hier einen Brennstoff. Hungrig und müde, ja, bleib mal geschmeidig. So, hier, mach mal eine Mahlzeit. So, Pavle, es tut mir wirklich sehr leid, aber du hast jetzt die undankbare Aufgabe, diesen Schutthaufen wegzuräumen. So, Bruno, pfeif dir jetzt rein. So, kann ich noch was machen? Ja, diesmal verwendest du mal ein Buch für den Brennstoff. Was manche gar nicht wissen, wenn man Sachen auf dem Herd stehen lässt, werden die nicht geklaut. So, machen wir noch eine Mahlzeit. Kann Pavel gleich essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Sachen hier so im Kühlschrank lasse, können die ja geklaut werden. Aber, warte mal, was mache ich jetzt mit dir? Du machst da oben den Schuttberg weg. Ja, die Sachen hier auf dem Herd, die werden nicht geklaut. Da sind die Beine hier am Wühlen. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht eher hätte was bauen sollen. Katja ist auch hungrig. Können wir hier die Bio anklicken. Pavle, schneller Läufer. Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch, und hoffe auf das Beste. Ja, mein Lieber, das kann ich verstehen. Wie sieht's denn bei Bruno aus? Bruno, ein guter Koch und Raucher. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Das haben wir eben gesehen. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. In der Tat, Bruno, in der Tat. So, komm. Oh, sie ist wach. Okay.
Dann geh mal bitte hier hoch und guck mal, was wir bauen können. So, Pavle, mach mal einen Schrank auf. Oh, Schmuck und Wasser, sehr gut. So, Pavle, dann stick du dir mal das Gericht. So, was brauchen wir? Brauchen wir schon ein zweites Bett? Ich bin mir halt gar nicht so sicher. Geh mal hier ran. Ein Messer. Drei Waffenteile. Wenn wir das aufrüsten, können wir eine Axt bauen. Aber dazu haben wir nicht genügend Materialien. Destillator. Regenwassersammelbecken. Damit könnten wir es auf jeden Fall schon mal regelmäßig Trinkwasser machen. Können wir das Ding aufrüsten? Das könnten wir tatsächlich. Wir könnten eine verbesserte Werkstätte bauen. Kann man da dann sogar schon sowas wie Rattenfallen und sowas bauen? Verbesserte Werkstätte. Komm, verbesser die mal. Mach mal. So, das reicht erstmal. Er da oben ist noch beschäftigt. Uno ist nur müde. Sie ist hungrig. Ja, was machen wir mit dir mal, Pavle? Ist hier unten noch irgendwas zu plündern? Ich glaube, wir haben das hier soweit. Pavle, du kannst mal da oben das aufmachen. Du bist müde. Gehen wir noch mal runter und gucken, ob wir noch was kochen können. So, du kriegst das doch da auf, oder? Ja, sehr gut. So, no, mir fehlt Wasser. Ja, sehr gut, das ist natürlich wunderbar. Dann hau dich mal hin, du bist müde. So. Ein Ding können wir noch looten. So, Katja, du bist da unten fertig. Das ist sehr gut. So, au, das sieht doch gut aus, Alter. Was können wir hier jetzt alles bauen? Mit Brettern zunageln, ja? Wir haben ja einige Löcher. Was haben wir hier denn? Falle für Kleintiere. Ja, die können wir tatsächlich bauen. Das ist schon mal sehr nice. So, mein Lieber, nimm mal den Schrank noch mit. Ja, das sieht gut aus. Schade, dass da kein Wasser drin ist. So, dir geht's gut. Du bist müde, du pennst. Du bist hungrig. Ja, Katja. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Hier, Katja, snackt immer einmal Gemüse. Das hilft zwar jetzt nicht sehr, aber ein bisschen den Hunger kann man dadurch ja schon stillen. Immer noch hungrig, ja, aber nicht mehr so doll. So, hier kannst du dich mal hinsetzen. So, kann man hier noch irgendwas machen? Ich glaube, ich habe echt alles mitgenommen. Kann ich echt den Tag beenden? Ja, Tag beenden. Die Nacht. So, Bruno ist immer noch müde. Ja gut, dann kann er gleich weiter pennen. Katja wird die Wache übernehmen. Und Pavle, der kommt mit Plündern und ich gehe, ja genau, so passt das. Und ich gehe nochmal ins verlassene Haus. Weil da haben wir noch einigen geilen Shit. So, der Supermarkt ist neu dazugekommen. Da ist aber Gefahr. Ja, und die bombardierte Schule. Eine Schaufel könnte man da mitnehmen. Hier könnten Plünderer sein oder Militärleute. Na, ich gehe auf jeden Fall nochmal ins verlassene Haus, weil da waren einige Sachen. Ach, hier ist ja so eine Prozentanzeige. Da waren einige Sachen, die ich noch mitnehmen möchte. Und ich glaube, ich brauchte nichts mehr. Ich habe, glaube ich... Ich glaube, wir können so los. Ich meine, ich habe ja alles freigeräumt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, habe ich hier draußen auch was liegen lassen? What the fuck? Beschädigte Pistole? Waffenteile 2? Okay. Ach, lol, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das.
Das wurde quasi freigeschaltet, als wir die Notiz gelesen haben. War aber geil, erstmal eine beschädigte Pistole mit Waffenteilen. Können wir die bald reparieren, sonst holst du mal alles mit. So. Also auch alles mit, weil ich bin fast wieder voll, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe ja noch voll viel Stuff. So, nehmen wir alles mit. Ja, warte mal, das Buch nicht. Ja, das hier mit. So. Pavle, lauf. Du bist doch so schnell. So, was hatte ich hier noch für geilen Shit liegen gelassen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. So. Ich glaube, so viel Holz brauchen wir am Anfang nicht. So, nehmen wir mal dafür hier so viel Schrauben mit, was geht. Okay. Ja, Moment mal, warte mal. Ich lasse mal... Ja, wie viel lasse ich hier? Ich weiß es nicht, ey. Drehtabak-Zigarette. Das Trinkwasser ist auf jeden Fall mega wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und Zucker. Ja, hier kommt zweimal Wasser da drin. Nehmen wir mal Zucker mit. Alles, was geht. Okay. Düngermittel, Kräuter. Und wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wasser fehlte uns ja vorhin. Alter. Wir sind schon wieder voll. What the fuck, ey. Ich wollte ja doch so viel mitnehmen. So, Waffenteile. Können wir jetzt mal schön stacken. 10 Zucker, 10 Wasser. Die beiden Sachen muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eigentlich beschädigte Pistole. 3 Waffenteile. Warte mal, waren hier nicht irgendwo noch, nicht noch mehr Waffenteile? Hiervon kann ich nichts stacken. Warte mal, gehen wir gerade nach oben. Irgendwo waren doch hier noch Waffenteile, oder? Waren hier nicht noch Waffenteile drin? Ich meine, ich habe hier noch irgendwo Waffenteile gesehen. Teile. Patronen. Hier waren doch noch irgendwo Waffenteile drin. Wer hat die Tür eigentlich wieder zugemacht? Irgendwo waren doch noch Waffenteile. Da, 2 Stück sogar. Okay. Okay, man kann nur 4 stacken. Das ist blöd. Wie viel brauchen wir, um die zu reparieren? Okay, zur Not, wir wissen, dass hier noch Waffenteile sind. Hier ist noch die Kräutermedizin. Ich hoffe, das lootet uns nach einer Zeit hier keiner weg. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, was wir haben. Okay, Pavle, mach einen Abgang. Wir können uns, glaube ich, auf jeden Fall wieder was zu essen machen, weil... uns hat ja nur Wasser gefehlt, um weiteres Essen zu machen. Und ich hoffe, wir können auch was Anständiges bauen. Ich weiß natürlich, was will ich bauen? Tag 3. Ich hoffe, wir wurden nicht ausgeplündert. Katja hat mit ihrer Brechstange Wache gestanden. Ich hoffe mal, es ist nichts abhanden gekommen. Wir wurden ausgeplündert. Ach, leck mich doch am Arsch. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für uns alle aus. Bruno wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Boah, Glück gehabt. Okay, Bruno ist leicht verletzt. So, die Bandage hebe ich mir mal auf. Leichte Verletzung kann man ja auch durch Pennen heilen. Hungrig, müde. Ja, sind natürlich alle hungrig und müde. Wir könnten uns ein Messer machen. Boah, fuck, das darf doch nicht wahr sein. Uns fehlt jetzt echt ein... Oh, verdammt, ey, das darf doch nicht. Okay.
Konnte man hier nicht... 3. Regenwassersammelbecken. Ah, das wäre schon wichtig eigentlich. So, einmal Brennstoff. Wir haben ja wieder ordentlich Bücher. Bruno, gib mal Gas. So, nee. Hä? Hallo? Katja? Nicht du. Bruno. Koffert. Warte mal. Wenn ich nochmal Brennstoff mache, dann könnte ich sogar so eine richtig hammergeile Doppelmahlzeit machen. Das ist natürlich richtig nice. Ich hab Hunger. Jaha. Du machst jetzt eine schöne Doppelmahlzeit. Mein Markt. Und ja, jetzt bleib doch mal ruhig, ey. Können wir das Ding hier aufwerten, um vielleicht eine Axt zu machen? Nope. Natürlich nicht. Weil ich echt überlegen, baue ich dann so ein Regenwassersammelbecken? So, Bruno, du nimmst dir erstmal eine Mahlzeit. Dann gehst du pennen. Du bist schließlich leicht verletzt. So, Katja, du bist auch hungrig und müde. Du nimmst dir mal die nächste Mahlzeit. Pavel auch hungrig und müde. Aber ich bräuchte eigentlich noch ein zweites Bett, ey, für den Tag zumindest. So, zweites Bett. Ja, komm, muss sein, herstellen. So. Kann ich jetzt noch diesen Destillator bauen oder habe ich jetzt alles für das Bett verballert? Ja, habe ich tatsächlich. Ja, sehr gut. Müde. I know, I know, I know. Setz dich mal ein bisschen hin. So, du baust das Bett. So, Bruno, du gehst... wo sind meine Zigaretten? Ach, Bruno, halt's Maul. So, Katja, du gehst pennen. Pavle, du gehst pennen. Bruno, du bist ja in der Frische nur leicht verletzt. Die beiden müden, die können erstmal schlafen. Kannst du noch eine Mahlzeit herstellen? So eine Doppelmahlzeit vielleicht. Oh, das kannst du sogar. So, verballer mal das eine Buch gerade. Und ansonsten noch einmal Holz. Dann kannst du mir noch mal so eine richtig geile Doppelmahlzeit machen. Herstellen. Bruno, du bist super. Du machst das richtig klasse. So, jetzt ruhst du dich mal ein bisschen aus. Wer war noch hungrig? Hat er es noch müde? Er ist hungrig und müde. Pavla, aufstehen, essen. Danach kannst du weiter pennen. Und Spaß, gehe ich gleich nochmal zurück ins verlassene Haus. Ich glaube schon. Wenigstens ist es warm, ja, das stimmt. Da hast recht, mein Guter. Okay, und weiter pennen. Wie viele Errungenschaften hier irgendwie aufploppen. Leicht verletzt, ja, die Bandage würde ich mir gerne aufsparen. Ja, ihr könnt auch beide pennen. Okay, ich warte jetzt so kurz, ob hier ein Händler kommt. Ansonsten. Speichert man hier oben unsere Sachen? Was haben wir bisher so? Ein paar Gedanken. Hatte ich ja nicht... Ich glaube, ihre Bio hatte ich noch nicht vorgelesen, oder? Katja kann gut falschen Kaffee trinken. Ja, sehr gut. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen. Als aus den Wirren ein Krieg entstand, wurde ich auserwählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Ja, vielleicht finden wir sie ja noch. Man weiß es nicht. Okay, ansonsten kann ich nicht mehr machen aktuell. Würde ich mal sagen, Tag beenden. So.
Bruno ist leicht verletzt, der haut sich auf jeden Fall hin. Katja hat das mit der Wache ja letztes Mal schon super gemacht. Pavel geht wieder plündern und ich würde fast sagen, wir gehen nochmal ins verlassene Haus, oder? Ich meine, wir haben da noch einige nützliche Sachen. Ich meine, Essen haben wir ja noch ein bisschen was. Noch ein ganz bisschen was. Das verlassene Haus ist safe. Eine Menge Materialien. Wir brauchen auf jeden Fall Materialien. Eine große Menge Waffen. Eine große Menge Waffen, okay. Etwas Teile. Ja komm, wir gehen nochmal da rein und uns nichts mit. Essen haben wir noch ein bisschen was. Um Essen können wir uns dann nächste Nacht kümmern. Diese Nacht brauchen wir erstmal noch Teile. Ich hätte nämlich super gerne diesen Regenwasser-Dingsbums gebaut. Und hier Rattenfalle auch noch. Ah, hier war ein Buch drin, das ist natürlich super mega wichtig. So, Holz ist auch sehr, sehr wichtig. Was hat hier im Kühlschrank nochmal zurückgelassen? Das Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir. Düngemittel würde ich auch gerne mitnehmen. Drehtabakzigarette. Zucker. Sind wir auch schon fast wieder voll. Ja, wir müssen auf jeden Fall wesentlich mehr Teile und so mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall was bauen können. Ja, den Kram, den brauchen wir auf jeden Fall. Ja, scheiß auf das Buch. Brauchen noch mehr Holz. Düngemittel. Zwei Wasser. Besser als gar nichts. Warte mal, wenn wir rein theoretisch die Pistole bauen könnten, brauchen wir ja auf jeden Fall Munition. Ich meine, die sind vier Patronen. Zwei Munition. Ich lasse mal zwei Holz hier und nehme die beiden Schuss mit. Weil ganz ehrlich, wenn wir rein theoretisch die Pistole bauen können, dann hilft die uns nichts, wenn wir keine Schuss dafür haben. Und ich meine, ganz ehrlich, zwei Schuss ist besser als gar kein Schuss. Das muss man einfach mal so sagen. So, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir hier von diesem Gedöns richtig viel haben. Und Holz. Ich glaube, wir brauchen aber noch wesentlich mehr Schrauben, oder? Warte mal, war hier nicht noch irgendwo was mit Schrauben? Hier waren noch Schrauben. Boah. Ich hätte gern mehr Schrauben. Teile brauchen wir doch auch dringend, oder? Wir brauchen eigentlich alles mega dringend. Sauberes Wasser. Warte mal, das saubere Wasser lasse ich mal hier und nehme mal die Teile mit. Weil, wenn wir es schaffen, dieses Regenwassergedöns zu bauen, dann brauchen wir so etwas ja eh nicht mehr. Dann sind wir ja, was die Wasserversorgung angeht, schon mal eigenständig. Genau das ist ja mein Ziel in diesem Playthrough. Ah, hier haben wir so auch nochmal Teile, aber geil. Und Waffenteile, die muss ich auf jeden Fall... Na, verdammt, ey. Leck mich doch im Arsch, ey. Okay. Ich hätte gerne die Waffenteile. Elektrische Teile, leck mich doch im Arsch, ey. Weil mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir so schnell wie möglich eine eigene Trinkwasserversorgung haben und so schnell wie möglich eine eigene Nahrungsversorgung, sprich mit diesen Kleintierfallen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Und hier sind noch mehr Schrauben, wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich brauche. Zucker haben wir eigentlich noch einiges, oder? Ich nehme noch mehr Schrauben mit. Ich glaube, Zucker haben wir noch einiges. Okay, Abgang. Das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Tag 4. Und in der nächsten Nacht müssen wir auf jeden Fall woanders hingehen.
Ich hoffe, wir wurden nicht schon wieder ausgeraubt. Ah, komm, wir hatten Glück, oder? Die Nacht war ruhig. Super, super. So, hungrig und müde. Ja. Pavle, ne? Das Essen steht bereit, sagen wir es mal so. Wir brauchen etwas zu essen. Ja, isst doch erstmal in Ruhe. Bleib mal geschmeidig, ey. So, dann hau dich mal hin. Katja ist auch hungrig und müde. Bruno ist nur hungrig. So, Bruno, guck mal, ob du was machen kannst. Katja, geh mal bitte daran. Oh, nice. Falle für Kleintiere. Nice. Wichtig, wichtig, wichtig. 15. Schrauben hätten wir da noch genug. Das braucht 5 Holz. Das braucht, das hätten wir dann auch noch genug. Okay, uns würden Teile dann noch fehlen. 3 Teile brauchen wir. Wir hätten dann nur noch 1. Verdammt. Schwierig. Fürs Regenwasser Ding bräuchten wir auch noch so Filter, die wir uns bauen müssten. Fuck, wir haben kein Wasser. Wir haben ein absolutes Wasserproblem. Okay. Natürlich scheiße. Okay, dann brauchen wir eindeutig so ein Regenwasser-Sammeldingsbums. Das stellen wir mal hier unten hin. Oh, das mal. Hat sich meine Frage jetzt erledigt. Wir brauchen das Regenwasser-Ding. Ja, du bist hungrig. Ich fürchte, da müsst ihr jetzt mal... da müsst ihr jetzt mal einen Tag durch. Es gibt jetzt mal einfach einen Tag nichts zu essen. Ihr seid jetzt mal auf Diät. So, können wir... Bruno, guck dir mal das Bauding hier an. Uns ein Messer machen. Ich glaube, wir müssen das Ding aufrüsten, damit wir... Ja... Damit wir uns eine 18er Pistole machen könnten, rein theoretisch. Wieso kommt eigentlich kein Händler vorbei? Ich kann erstmal nicht verraten. Ich glaube, eine Mahlzeit könnten wir uns ja immerhin machen. Oh, na, sieh mal an, wer war denn da? Na, Katja, geh schon mal hoch. Oh, da ist ja schon hinter. Wie gerufen. So, wir brauchen, glaube ich, einen Filter. Können wir einen Filter machen? Wir können tatsächlich einen Filter machen. Bruno, stell mal gerade einen Filter her. Kette ist gerade auf dem Weg nach oben. So, Bruno. Dann sprit mal gerade runter. Ja, sofort. Moment. Ich habe gerade zu tun. So, 4 Wasser kann ich daraus gewinnen. Okay, Bruno gibt Gas. So, Katja, mach mal die Tür auf. Guten Tag, ich brauche was zu essen, auf jeden Fall. Du bist ein Händler, oder? Du bist ein Händler, auf jeden Fall bist du ein Händler. So, Katja kann ja gut feilschen. Was hat du denn? Oh, Hallöchen, ey. Hast du was zu essen? Du hast etwas zu essen. So, ich habe 2-mal Schmuck für dich. Kannst du mir für zu essen geben? Also suchst du essen, hast du Wasser? So bist du aber nicht ausgerüstet, mein Lieber, das will ich dir mal sagen, ey. Ja, das Ding hier. Verdammt beeindruckend, nehmen wir mal das zweite. Das ist sehr großzügig, okay. Teile braucht die noch, ne? Gut, wir können uns einigen, ja. Das reicht nicht, okay. Was hätten wir noch für dich? Ich könnte dir noch anbieten. Einen Dietrich. Könnte ich noch anbieten. So, wie viele Teile kriege ich denn noch dafür? Hartes Falschen hier. Auf jeden Fall die Teile haben. Kräuter. Da haben wir so 8
Kräuter würde ich dir geben. Die ganzen Teile hätte ich dann gerne noch. Ja, ein bisschen Holz könnte ich auch gebrauchen, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Okay. So, mechanische Teile. Zwei mechanische Teile gebe ich dir. So, Holz, hier, das Schraubengedöns. Da ist ja einige von. Gut, wir können uns einigen. Was ist, wenn ich hiervon eins wegnehme? Dann reicht es nicht mehr. Okay, ich glaube, das ist ein ganz gutes Angebot. Ach, guckt euch diesen Mega-Handel an, ey. 8 Kräuter, ein Dietrich, 2 mechanische Teile und 2x Schmuck gegen diesen ganzen Batzen hier. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich gut. Komm, handeln. So, Tür zu, mach einen Abgang. Nee, du sollst dich außen die Tür zumachen. Hier, komm, du kannst gehen. Ich bin fertig. Und tschüss. So, Bruno. Dann gehen wir wieder zum Herd. Ach nee, scheiße, ich habe ja kein Wasser. Das darf doch nicht wahr sein. So, was mit dir? Du bist fit. Dann setz dich mal auf den Stuhl. Hungrig und müde. So, Katja, du hast gute Arbeit geleistet. Hau dich hin. Ja, uns fehlt Wasser. Das ist wirklich wunderbar. Bruno. Was wollte ich noch bauen? Das Tierkäfig-Ding. Was könnte ich so jetzt auch bauen? Hammer geil. Komm, dann machen wir Falle für Kleintiere. So, wo stellen wir das Ding denn hin? Hier, komm. Warte mal. Da. Das passt doch perfekt hier unten hin, oder? Oh, ein richtig erfolgreicher Tag, ey. Unsere Wasserversorgung ist sichergestellt, unsere Nahrungsversorgung ist sichergestellt. Die müssen jetzt zwar einen Tag hungern, aber ansonsten geht's ihnen super. Komm, Bruno, gib mal ein bisschen Gas. Ich frage mich echt, wann das Spiel speichert. Es speichert anscheinend automatisch. Speichert es immer, wenn ein neuer Tag beginnt? Oder wenn die Nacht eintritt? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich spiele noch die nächste Nacht durch und dann beende ich. So, und hier müssen wir uns quasi für einen Köder entscheiden. Wir können ja einmal aus Düngemittel einen Köder machen. Aus Dosenfutter. Oder aus Fleisch. Also aus rohen Essen. Und wir kriegen da halt immer dann ein Fleisch wieder raus. Das heißt, wenn ich hier ein Fleisch reintue, kriegen wir am Ende 2 Fleisch wieder raus. So, und wir müssen halt jetzt warten, bis das hier fertig ist. So, Bruno ist hungrig. Du bist nur müde und auch hungrig. Ja, ihr seid alle hungrig. Ja, Pavli geht's gut. So, warte mal, unser Wasser ist fertig, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Warte, können wir einen neuen Filter machen? So, Bruno, wie sieht's aus? Wasser? Oh nein, oh, eine Doppelmahlzeit sogar. Hammerfett. So, mach mal ein bisschen Brennstoff. Wir können tatsächlich einen Filter machen. Filter erstellen. Warte, was für ein mega produktiver Tag, ey. Also ein bisschen beeilen. So, Bruno. Doppelmahlzeit. Gib Gas. Pavle, renn runter. 7 Uhr. Oh, das wird knapp. Ich glaube, die können nicht mehr rechtzeitig essen. So, herstellen. Gib Gas. Katja, du bist aufgewacht. Das trifft sich sehr gut. Lauf. Lauf und esse. Bruno, ess schon mal. Katja ist auf dem Weg. Oh, verdammt, das reicht nicht mehr. Der Filter. Bruno konnte fertig essen und Katja schafft es nicht mehr zu essen. Ja, okay. Katja ist hungrig.
Katja pennt einfach mal im Bett, würde ich sagen. Bruno übernimmt die Wache und mit Pavle gehen wir plündern. Die Frage ist, wohin? Die zerstörte Villa. Das heißt, dass einige Leute immer noch hier leben und sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben. Konserven nun zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen und Medikamente. Bombardierte Schule. Diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt, aber Holz und andere Materialien können im Schutt gefunden werden. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Etwas Lebensmittel. Ja, Lebensmittel braucht ihr eigentlich ein bisschen mehr. Eine Menge Lebensmittel. Ja, die Frage ist, worauf gehe ich jetzt? Wasser, warte mal, was braucht man noch, um dieses Standardessen herzustellen? Braucht man da nur rohes Fleisch und Wasser für? Und Brennstoff? Ich bin mir halt gar nicht so sicher. Ich glaube, Gemüse braucht man nur, um dieses bessere Essen zu machen, oder? Dann würde ich sagen, unsere Nahrungsversorgung ist halbwegs safe. Glaube ich. Ich glaube, ich gucke mir mal die bombardierte Schule an. So, Bruno steht Wache. Sie pennt. Und mit Pavle gehe ich plündern, alles klar. So, was nehme ich mit? Ich würde sagen, die Brechstange. Ein bisschen bewaffnet bin ich dann doch gerne. So. Ich habe gehört, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? Ach, das will ich gar nicht wissen. So, gucken wir mal hier durch. Höre ich irgendwas? Da oben ist jemand. Oder etwas. Ja, Hammer. Das ist ja mega viel. Warte mal, stelle ich mal hier hin. Ist da oben jemand? Wenn da oben jemand ist, müsste er jetzt gleich zurückkommen. Lol. Hat er mich gesehen? What the fuck? Da ist noch was. Pavle? Das sind doch nur Ratten, oder? Können wir nichts hier erzählen, das sind doch nur Ratten. Das sind nur Ratten. Da ist niemand. Da ist niemand. Da ist wirklich niemand. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß Ratten, ey. Einmal Holz. Sehr gut. Spähen wir mal hier durch. So. Da sehe ich hier niemanden. Okay, warte mal. Ging es hier noch irgendwo nach unten? Nee, ging es nirgendwo nach unten. Dann gehen wir doch mal hoch. Denn wie wir ja wissen, ist hier niemand. Hallo, könntest du bitte die Treppe hochgehen? Eine Schaufel mitzunehmen. Ja, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Nur Schmutz. Ist natürlich alles eingestürzt hier. Gehen wir nach oben. Vielleicht ist hier noch niemand, noch jemand. Man weiß es ja nicht. Eine Schaufel, ja, jetzt weiß ich, wieso ich eine Schaufel hätte mitnehmen sollen. Hier sehe ich nichts. Gieß die Tür auf. Natürlich ein Schuttberg, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, gehen wir wieder nach unten. Wir brechen erstmal unten die Tür auf. Hier muss was zu holen sein. Bisher ist es noch keine wirklich gute Beute. Na, komm mal auf. Die lässt sich nicht öffnen. Willst du mich verarschen? Okay, komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Dann wühl, wühl. Wühl mal lieber. Ach, scheiße, dahinter ist aber nichts. Fuck, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Verdammt, ich hätte vielleicht darauf hören sollen und hätte eine Schaufel mitnehmen sollen. Na, fuck, wenn dahinter nichts zu looten ist, versuche ich noch diesen Schutthaufen da oben wegzumachen.
Schaufel, fuck, ey. Die Nacht war ein Reinfall. Aber egal. Fleisch und Wasser versorgen, also Essen ist ja erstmal einigermaßen sichergestellt. Boah, komm, gib Gas, Junge, die Hälfte hast du schon. Boah, leicht zwei. Ich schon zwei, ey. Komm, Junge, wühl. Ah, fuck, ey, das ist ein leichter Fail. Da machst du nichts. Scheiße, ey, können wir nächsten Tag dann überhaupt was machen? Ja, komm, räum es weg. Hier hinter ist doch bestimmt was, oder? Da ist nichts außer noch ein Schutthaufen. Scheiße, ey. Okay, komm, räum den weg. Dahinter kann man wenigstens noch ein bisschen was holen. Oh, komm, Junge, beeil dich, ey. Dahinter ist was zu holen. Ja, ich habe aber keine Schaufel. Das gibt's jetzt nun mal nicht. Drei Uhr? Oh, oh. Komm, Junge. Komm, Junge, gib Gas. Nacht 4. Wühl, wie du noch nie in deinem Leben gewühlt hast. Aber bis 4 müsste der Schutthaufen eigentlich am besten weg sein. Aber er ist einfach zur Hälfte fertig. Oh nein, ey. Komm schon, Junge, du schaffst es. Du schaffst es. Oh, hoffentlich ist da irgendetwas Tolles drin, ey. Hoffentlich. Ah, fuck, ey. Na, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier wirklich überall Schutt ist. Ich dachte, ein Schaufel mit dem, ja, wäre ganz nett, aber ja, komm, die brauchst du doch sowieso nicht. Ja. So viel dazu. Ich muss zurückkehren. Ja, sofort. Das dann nehmen wir noch mit. Das da oben herkommen. Das dann nehmen wir noch mit und dann gehen wir wieder. So, komm, was haben wir hier? Komm, hier muss noch was richtig Geiles sein, oder? Ja, ein bisschen Holz, ein bisschen Teile. Ja, die Sonne geht langsam auf. So, was haben wir hier noch? Okay, komm, renn zum Ausgang, lauf. Aber bis 6er, du bist 5. Ich hoffe, bis 6er. Wie? Ich dachte, man hat bis 6er Zeit. Ah, fuck, ey. Scheiße, ich dachte, man hat bis 6er Zeit. Da habe ich mich falsch erinnert. Tag 5 und Pavle ist nicht zurück. Die Nacht war ruhig. Es hat einige Probleme gegeben und wir hoffen, dass Pavle bald zurück sein wird. Oh oh, ich hoffe, Pavle schafft das. Tja, und ob es Pavle schaffen wird, rechtzeitig zurückzukehren und ob er die Materialien mitbringt und ob er es überhaupt überlebt, zurückzukehren, das erfahren wir in der nächsten Aufnahmesession. Und ich hoffe, der speichert jetzt auch richtig. Bis dann. Ciao.